Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At-Tufail blieb nach diesem Vorfall stets an der Seite des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, bis er sallallahu alaihi wa sallam zu seinem Herrn zurückkehrte. Als die Khilafa dem Siddiq Abu Bakr radiallahu anh, gesegnet soll er sein, übertragen wurde, legte er sich, sein Schwert und seinen Sohn in Diensten des Nachfolgers vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und als der Ridda-Krieg, also der Krieg der Abtrünnigen, ausbrach, war At-Tufail mit seinem Sohn Amr an der Spitze der muslimischen Armee gegen Musaylama al-Kadhab. Auf dem Weg nach al-Yamama sah er einen Traum. At-Tufail fragte seine Gefährten, dass sie diesen Traum ihm deuten sollten. Sie fragten ihn: Was hast du gesehen? Er antwortete: Ich sah, wie meine Haare rasiert wurden, dass ein Vogel aus meinem Mund rauskam, dass eine Frau mich in ihr Bauch hineinließ und dass mein Sohn Amr mir schnell folgen wollte, doch ihm wurde es verweigert. Sie sagten: Inshallah ist das was Gutes. Doch dann sagte At-Tufail radiallahu anh: Ich habe es interpretieren können. Was das Rasieren der Haare betrifft, so bedeutet das, dass ich meinen Kopf verlieren werde. Was den Vogel betrifft, der aus meinem Mund rauskam, so ist er meine Seele. Was die Frau betrifft, die mich in ihren Bauch hineinließ, so ist das die Erde, die für mich aufgegraben wird, damit ich dort begraben werde. Und das Hinterhergehen meines Sohnes, so bedeutet das, dass er auch ein Märtyrer sein wollte, die mir geschrieben wurde, wenn Allah es mir gewährt, doch wird er sie später erlangen. In der Schlacht von Al-Yamama tragte der geehrte Gefährte At-Tufail radiallahu an vieles bei, bis er auf dem Schlachtfeld zu Tode fiel, und sein Sohn Amr kämpfte weiter, bis die Wunden ihn schwächten und er die rechte Hand verlor. So kehrte er zu Medina zurück, hinterlassend seinen Vater in Al-Yamama. In der Zeit des Kalifen Umar radiallahu an kam einst Amr ibn At-Tufail zu ihm mit Essen rein. Er rief die Menschen, die anwesend waren, zum Essen, doch Amr entfernte sich ein wenig. Al-Faruq Umar radiallahu an fragte: Was ist? Schämst du dich wegen deiner Hand und nährst dich deswegen nicht zum Essen? Er erwiderte: Ja, o Prinz der Gläubigen. Umar radiallahu an sagte dann: Wallahi, ich werde nicht davon essen, bis du es mit deiner verlorenen Hand berührst. Es gibt unter uns keinen, dessen Körperteil im Paradies ist, außer deins, und meinte damit seine Hand, die er in der Schlacht Al-Yamama verlor. Amr träumte ständig nach der Shahada, seitdem er seinen Vater verlor, und als die Schlacht von Yarmouk war, versuchte er, nach ihr zu streben, bis er sie erlangt hatte. Barmherzig soll Allah mit At-Tufail ibn Amr sein, denn er ist der Märtyrer und der Vater eines Märtyrers.